Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage ihn da, wo er am stärksten ist, und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Ich kümmere mich. Weiter. Du atmest sehr schwer, Heiter. Bereitet dir deine Wunde noch immer Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wohnt ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du würdest für Basim deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein, nur eine Beobachtung. Bist du in der Lage, dieses Boot zu steuern? Ja. Sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. Und was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Es ist nicht von mir. Du wirst es dir selbst schenken müssen. Mehr Rätsel. So eine Freude. Sagen wir es so. Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Das macht es nicht klarer. Nun, es lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein, sondern nutzen ihn, um unsere Entschlossenheit zu stärken. Wie bei der Meditation wird dein Geist konzentriert, deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fliehst oder dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung und wir sind einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifel. Wir sind fast da. Unser Ziel liegt vor uns. Ich nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Um den Todessprung durchzuführen, musst du dich etwas Größerem hingeben. Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran, und du fürchtest nichts. Unser Tod ist vorherbestimmt, eingewebt in den Teppich der Welt. Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut. Dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Ich springe zuerst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Verlasse dich auf deinen Glauben, deine Stärke und lass los. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion, aber... Warte! Sieh zu! Heitan! Heitan! Du verfluchter Narr! Bist du verletzt? Siehst du, mein Glaube war stärker als meine Angst. Und der Waldboden fing dich auf? Eivor, diese Seite an dir ist mir neu.
Gib der Furcht nicht nach! Erobere sie! Ich sah meinen Tod in Visionen. Es war nicht hier und nicht heute. Ja! Ein perfekter Sprung! Wie hat es sich angefühlt? Du hattest recht! Ich spürte Wahnsinn und Kraft! Ein Schwinden der Angst! Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Gern. Und danke, Eivor, dafür, dass du zugehört hast. Du hast den Todessprung einen heiligen Ritus genannt. Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß, dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des christlichen Jesus. Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in Englerland. Basim und ich sind auf mehr aus. Der Orden der Ältesten. Ja. Erinnerst du dich an das Siegel, das du bei Kjötvis Leiche gefunden hast? Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Doch sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe. Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen. Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englerlands. Wenn du das Land zum Wohle deines Clans befrieden willst, wäre es in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Schon verstanden. Du suchst Bündnisse. Wir wollen Englerland von der Fäulnis befreien. Wo sich diese Hoffnungen treffen, liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre Gefahr. Die unsichtbare Hand des Ordens liegt über allem. Sie formt alles und verströmt sein Gift in jede Fuge der Gesellschaft. Vom kleinen Fischer zum reichen Händler. Von vermögenden Tarnen bis zu... Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen dunklen Ecken er sich auch versteckt, und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die Königreiche Englerlands. Und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randvi besprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhunderten nutzten die Verborgenen Arbeitszimmer in ganz Englerland. Es gab 6 von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen tragen. Sie würden mir bei meinen Studien sehr nützlich sein. Ich bringe sie dir. Danke, Haitham, für alles.
sollte ich vorsichtig sein. Du bist mir auf die Schliche gekommen. Beeindruckend. Aber du findest uns nicht alle. So tief kannst du nicht graben. Wir sind wie ein fauliges Geschwür. Wir bahnen uns unseren Weg, wie der stete Tropfen hüllt den Stein. Verstehst du? Geht es dir gut? Warum fragst du mich das? In einem Moment wie diesem? Hinter deinen Worten steckt mehr. Ein Geheimnis. Es zeigt sich in jedem zerbrechlichen Wort, das aus deinem Munde kommt. Sie für mich sühnen.
los! Den Kopf bewahren. Bleibt standhaft! Das war's wohl für uns. Ja, und ich schon, ne? Sieh mal nach, Sühne. Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburggerät ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uba und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burkrat hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Speer kommt nicht wieder. Er ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burkhard uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Hm.
überblicke das Land, Freundin. Mit dir reden. Die Kirche. Die Kirche wird gut bewacht. Aber es muss einen Weg geben. Immer weiter so. Jedes bisschen hilft. Geht dort herum. Sollte versperrt sein. Das sind jede Menge Vorräte, die sie hier verstecken. Kisten voller Nahrungsvorräte. Burgred gibt sich nicht kampflos geschlagen. Das muss das Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein. Hey! Ich beschäftige die Ratte! Verloren. Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgred. Du bist Ivars Späher. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden.
und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Legarkester. Woher willst du das wissen? Leofrid kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgrets Frau, Lady Ettlesweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgret sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Eva, los, bringen wir dich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Verletzt? Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Eva? Ciobert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Eva hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedon und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgrets Frau Ettlesweet ist in Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Nehmt alles! Stapelt die Soldaten hier! Sollen die Leute sehen, was für ein Blutbad ihr Königreich erwartet! Mach, was du willst. Ich werde weiter plündern. Ehrlich, man sollte den Lehrmeister dieser mersischen Soldaten von seinen Aufgaben entbinden!
bin nicht mehr so geistreich wie früher. Nicht länger das Blatt unter Schilden, das schimmernde Blut der Brecher leerer Schädel. Die Peitsche des Schwanenwegs. Der Stahlträger, Verleiher von Hacksilber. Wäre ich nur als freier Mann geboren, als einer, der sein Schicksal selbst bestimmt. Sei froh, dass du Valhall mit einem Gedicht auf den Lippen entgegengehst.
geht es nicht, Eivor. Du bist wirklich großzügig. Genug für heute. Wir sehen uns später. Auf Wiedersehen, Eivor. Ich muss los. Bis bald. Leb wohl, Eivor. Deine Bäckerei ist fertig, Torbjörn. Und unsere Festtafeln werden reicher bestückt sein. Eivor, das ist so großzügig. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages erkenntlich zeigen. Du bist hier unter Freunden. Das musst du nicht. Ich muss nicht, aber ich möchte es. Aus tiefstem Herzen. Ich erinnere mich an die guten Dinge, die man für mich tut. Sie wärmen mein Herz in Zeiten, in denen Güte Mangelware ist. Es gibt da allerdings noch eine Sache, falls du einen Augenblick Zeit hast. Ein Getreidehändler hat flussabwärts sein Lager aufgeschlagen. Ich wollte ein halbes Dutzend Säcke bei ihm kaufen, bräuchte jedoch Hilfe beim Transport. Ich helfe immer gern. Welch Erleichterung. Ich hatte Angst, Holmgeir zu fragen. Torbjörn, was hat dich zu unserem Clan geführt? Allein dein Ruf. Mir kam zu Ohren, dass eine Horde trinkender, vom Kampf gezeichneter Krieger ans Ufer gespült wurde. Es hieß, ihr hättet euch in Mercia niedergelassen und dass ihr alle Taumel aufnehmen würdet. Und das fandest du ansprechend? Aber ja, und wie? Ich war schon immer ein Herumtreiber. Der Gedanke, mich einer Horde Raubbolde anzuschließen, gefiel mir. Und als Bäcker war ich mir sicher, dass meine Fähigkeiten Anklang finden. Bei unserem ersten Treffen hätte ich dich nie für einen Bäcker gehalten. Du siehst eher aus wie jemand, der gern eine Axt schwingt. Das höre ich des Öfteren. Aber Backen ist dein einziges Handwerk, oder? Ich habe es immer geliebt, ja. Und ich war schon immer gut darin. Doch wenn ich keine Arbeit am Ofen finde, verdinge ich mich mit vielerlei anderen Sachen. Solange ich nur mit den Händen arbeiten kann. Tja, das haben wir wohl gemeinsam. Eine Frage, Eivor. Du hast ein Kämpferherz, die Schlacht liegt dir im Blut. Doch wenn du damit aufhören könntest, was würdest du tun? Das ist die falsche Frage. Ich könnte jederzeit aufhören. Doch dann würde ich mein wahres Wesen verleugnen. Ich denke, du meinst, was ich tun würde, wenn ich nicht mehr kämpfen kann. Nein, du hast mir die Antwort gegeben, nach der ich gesucht habe. Du hast deine Bestimmung gefunden. Das ist ein seltenes Glück. Ja, ich sehe euch. Was kann ich... Du bist es. Was suchst du hier in Mercia? Ich kaufe Getreide. Für 30 Silber, wenn du so viel entbehren kannst. Das Geld habe ich dabei. Gut. In Ordnung.
Nimm dir, was du brauchst und dann verschwinde. Das sollte genügen. Herzlichen Dank. Gerne. Und du, passt gut auf dich auf, ja? Kaufst du öfter bei ihm? Er schien etwas überrascht, dich zu sehen. Ach ja. Nun ja, vielleicht kennt ihr jemanden, der mir ähnelt. Hier gibt es schließlich allerhand große, bärtige Männer. Nicht wahr? Das kann gut sein. Noch einmal zu deiner Frage, was ich tun würde, wenn ich nicht mehr kämpfen könnte. Ich wollte dich dasselbe fragen. Wolltest du schon immer Brot backen? Was ist falsch daran, Brot backen zu wollen? Die Römer und Ägypter haben auch Brot gebacken. Ein ehrenwertes Handwerk. Doch ist es deine Berufung? Ich bin berufen, die Menschen zu ernähren, glaube ich. Mich um die Menschen zu kümmern, die sich um mich kümmern. Das bringt mir Freude. Wenn du es so sagst, klingt es äußerst großmütig. Ich würde es nicht Großmut nennen. Es lässt mich morgens aus dem Bett aufstehen und den ganzen Tag ein Ziel vor Augen haben. Brauchst du noch Hilfe? Oh nein, keineswegs. Den Rest schaffe ich selbst. Ich bringe es nur hinein und stelle es irgendwo ab. Na gut. Es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern, Torbjörn. Eine willkommene Abwechslung. Ebenso, Eivor. Hab Dank für deine Hilfe. Ich muss gehen. Bleib gesund. Weidmanns Heil. Vielen Dank. Egal ob Fell, Fleisch oder Knochen, bei uns gibt es von allem nur das Beste. Und falls du auf die Jagd gehen willst, bring uns deine Beute. Wir werden die Bälge und Schädel für dich herrichten. Oh ja, ich hänge Petras Siegeszeichen seit vielen Jahren auf und sie ist eine anspruchsvolle Frau. In allen Dingen. Gut zu wissen. Viel Freude mit eurem neuen Heim. Eivor, du siehst aus wie jemand mit einer Neigung für Siegeszeichen. Ich schätze jeden Sieg, doch ich behalte nur selten ein Andenken. Deine Waffen zieren die Male großer Schlachten. Auch in deinem Gang ist jeder deiner Triumphe deutlich zu erkennen. Oder irre ich? Keinesfalls. Warum fragst du? Ach, es geht natürlich um unser Handwerk. Werch ist der beste Gerber und Kirschner in ganz Englerland. Wenn du willst, dass deine glorreichen Jagderfolge deinen Tod überdauern, solltest du Siegeszeichen daraus machen lassen. Wenn du eine seltene und würdige Kreatur bezwingst, bring sie zu uns. Wir bereiten sie für dich auf. Eine gute Idee. Andenken, um das Langhaus zu schmücken. Vielen Dank, Petra. Oh, hättest du noch einen Augenblick, bevor du gehst?
Für einen kleinen Gefallen? Worum geht es? Seit einigen Tagen höre ich jeden Abend das Geheul eines Wolfsrudels am Rand unseres Waldes hier. Ohne unser Eingreifen könnten sie das ganze Wild reißen. Und wer weiß, wenn die Hirsche tot sind, gehen sie vielleicht auf uns los. Du meinst, wir sollten sie verjagen? Ich würde sie alle erlegen. Nur mit deiner Erlaubnis, versteht sich. Und mit deiner Hilfe, wenn du Zeit hast. Eine gute Idee. Ich schließe mich dir an. Gut. Ein Wolfsrudel sollten wir keinesfalls unterschätzen. Gehen wir. Hier entlang. Zuletzt habe ich sie auf diesem Hügel gesehen. Geh vor. Ich folge dir. Die Lage unserer Siedlung ist hervorragend. Der Boden gut und alle Tiere sind gesund und vielzählig. Aber Wölfe sind eine Gefahr. Vielleicht sind die Ragnarssons deshalb weitergezogen. Die Menschen störten das Gleichgewicht der Natur und die Natur schlug zurück. Indem sie uns angriff. Ein Wolf tut, was er tun muss. Sie wurden vertrieben und sind nun zurückgekehrt. Komm hier lang. Sieh mal, Brotkrumen und Essensreste. Sie müssen sich an Torbjörns Laden bedient haben. Oder an einem Tisch in der Siedlung. Du hast von dort aus die Brotkrumen erkannt? Sie stechen doch deutlich aus Gras und Erde hervor. Sieh doch. Komm, hier lang. Ah, riechst du das? Ein männlicher Wolf. Er markiert sein Revier und hält so die Rivalen fern. Woher weißt du sein Geschlecht? Der Geruch ist anders. Das lernt man mit der Zeit. Wie wurdest du zu einer so guten Fährtenleserin? Ich stamme aus einer Jägerfamilie aus einem Gebiet im Osten, das du noch nie bereist hast, würde ich behaupten. Doch ich lebe schon fast mein ganzes Leben in Englerland. Hier haben wir auch Werch gefunden. Ihr seid Geschwister, so wie Sigurd und ich es sind. Verbunden durch Ehre, nicht durch Blut. Ja, meine Mutter hat immer gern erzählt, wie wir Werch fanden. Als Säugling im Wald ausgesetzt. Wir nahmen ihn zu uns. Sieh mal. Die Wölfe haben ein Tier gerissen. Sie sind in der Nähe. Diese Spuren. Sie müssen das arme Wesen fortgezerrt haben. Wir kommen näher. Ah, siehst du diese Bissspuren am Kadaver? Sie sind anders. Das war ein Rudel, kein einzelnes Tier. Ganz genau. Suchen wir weiter. Also fand deine Familie Welch in den Wäldern? Wir zogen gerade durch das Dickicht, als ich einen weißen Hirsch vor uns entdeckte. Ich verfolgte ihn in der Hoffnung, ihn zu erlegen. Ich verlor ihn auf einer Lichtung, doch auf dem Boden fand ich einen winzigen Säugling. Unseren kleinen Welch. Gewickelt und ganz allein. Ah, sieh nur. Diese Spuren im Gras. Hier schliefen sie. Ich bin beeindruckt, Petra. Du hast eine Gabe. Noch hast du nichts davon gesehen. Du sahst also einen weißen Hirsch. Und der führte dich zu Welch? Ganz genau. Es war Schicksal. Wir nahmen ihn mit und päppelten ihn auf. Ich war damals selbst noch ein junges Mädchen. Und von diesem Tag an wurden wir als Bruder und Schwester großgezogen. Diese Beute ist frisch. Sie sind nah genug dran, um uns zu hören. Sind wahrscheinlich vor kurzem erst geflüchtet. Wir haben unsere Wölfe wohl gefunden. Hey du, bring dich in Sicherheit. Eivor, komm mit. Beenden wir das. Ich stehe dir bei.
Geschafft. Das sollten alle gewesen sein. Oh, danke. Ich danke euch. Euch beiden. Geht es dir gut? Waren das deine Schafe? Mein Gott, das waren sie. Sie waren alles, was ich noch besaß. Diese armen Tiere hatten keine Chance. Vor ein paar Monaten verlor ich meine Kühe. Jetzt auch noch die Schafe. Was für ein armseliger Bauer ich doch bin. Das tut mir wirklich leid. Die Wölfe sind fort. Wage einen Neuanfang. Ohne den Segen der Götter werde ich scheitern. Aber ich werde es versuchen. Dir bleibt noch dein Leben, Bauer. Damit allein kannst du stets neu beginnen. Eivor, warte. Ich hab was gehört. Was? Ich höre? Oh, Gottgütiger! Vorne! Rohesia! Meine Schätzchen! Ihr seid am Leben! Ach, kommt her, meine teuren Engel! Am Ende wird alles gut. Das war großartig, Eivor. Du jagst